In diesem Video soll es um das Thema Basisrenten und auch Rürup-Renten gehen. In meiner täglichen Arbeit treffe ich immer wieder auf Menschen, denen das Thema Basisrente aufgrund der vielen Vorteile schmackhaft gemacht worden ist. Und in diesem Video wollen wir uns einmal mit den Vor- und den Nachteilen beschäftigen, damit auch du für dich herausfinden kannst, ob das Ganze Sinn ergibt und vielleicht auch zu dir passen kann. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwies, ich bin eingetragener Sachverständiger für Finanzdienstleistungen und als Honoraranlageberater unterstütze ich meine Kunden bei ihrer Altersvorsorge, bei ihrer Geldanlage. Ich weiß, wie tricky das Thema Finanzen mittlerweile geworden ist und die wenigsten blicken hier wirklich durch, was ergibt Sinn und was sollte man besser lassen. In der Praxis ist es nämlich bei den meisten Finanzberatern immer so, also bei den Bankern oder auch bei den Versicherungsberatern, das erzählt er immer nur, dass er die besten, schönsten, tollsten, günstigsten Produkte hat und alle anderen Produkte sind in der Regel immer schlecht. Und wir als neutrale und bankenunabhängige Instanz, wir als Honoraranlageberater, wir zeigen unseren Kunden immer das Renditepotenzial ihrer Verträge auf und wir reduzieren danach bei einer Zusammenarbeit die Kosten um 30-70%. Und so bleiben unseren Kunden immer deutlich höhere Erträge, damit sie auch frühzeitig die Früchte ihrer Altersvorsorge ernten können. Was mir in den letzten Jahren immer besonders auffällt, ist, dass das Thema Altersvorsorge immer präsenter wird und die Menschen sich viele Gedanken über das Thema Steuern sparen machen im Bereich der Altersvorsorge. Und damit man auch später im Alter klarkommt, muss man hier einfach auch die Vor- und die Nachteile kennen. Und bei Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern ist es dann eben so, dass viele auch mit einer Basis- und einer Rürup-Rente ausgestattet worden sind in der Vergangenheit. Und diese Menschen, die fragen sich halt mittlerweile, ob das Ganze so super war, wie ihr Berater immer dargestellt. Denn die wenigsten Berater, die nennen natürlich immer nur die Produkte, die wirklich toll sind, aber die wenigsten nennen eben auch die nicht vorteilhaften. Und das möchte ich jetzt heute gerne in einem sehr plakativen Beispiel durchgehen. Wir lassen sogar die Kosten weg, damit wir einfach nur mal durchrechnen, ist eine Basisrente für dich sinnvoll oder eher nicht. Kurz vorweg, das Produkt Basisrente, das hat noch einen zweiten Namen, nämlich die Rürup-Rente. Und mit diesem Begriff, der gefällt mir persönlich auch ein bisschen besser. Deswegen spreche ich jetzt nur noch von der Rürup-Rente und nicht mehr von der Basisrente. Wir sprechen aber hier über das gleiche Produkt. Die Rürup-Rente gibt es seit dem Jahr 2005 und diese wurde damals mit dem Ziel ins Leben gerufen, dass Selbstständige eine Alternative für die gesetzliche Rentenversicherung bekommen. Denn der Selbstständige, der zahlt ja in der Regel nicht in die gesetzliche Rente ein und damit er eben auch eine gleichwertige Alternative für seine Altersvorsorge bekommen hat, hat man dieses Produkt erfunden. Unter gewissen Voraussetzungen haben wir auch hier dadurch eine hohe steuerliche Förderung, die man nutzen kann. Und auf diese Staffel gehen wir auch später nochmal etwas genauer ein. Wichtig für dich jetzt nur zu diesem Zeitpunkt zu wissen, die Rürup-Rente funktioniert sehr, sehr ähnlich wie die gesetzliche Rentenversicherung. Was mich persönlich aber damals schon davon abgehalten hatte, eine Rürup-Rente meinen Kunden zu empfehlen, als ich noch bei der Bank gearbeitet hatte, das waren immer die extrem vielen Variabilitäten, die bei der Rürup-Rente einfach gelten. Im Kern sind das nämlich immer drei fixe Punkte. Der erste Punkt ist das Thema Steuern. Das ist die Hauptintention, weshalb Leute dieses Produkt abschließen. Die zweite Intention ist die Gesellschaft, die muss halt auch passen, um dieses Produkt anbieten zu können. Und dann gibt es hier auch noch sehr, sehr verschiedene Tarife bei den entsprechenden Gesellschaften. Und der letzte Punkt ist dann eben auch das Thema Anlagestrategie. Und unter diesen drei Variabilitäten, die es gibt, gibt es doch so viele Unterparameter, die in deinem Vertrag extrem wichtig sind. Das macht es auch für die Laien extrem schwer, das richtige Produkt herauszufinden, bevor man sich mit der Kategorie Rürup überhaupt entschieden hat. Wir machen es uns auch sehr, sehr einfach und wir sagen, wir haben Frank und Frank ist aktuell 47 Jahre alt. Das heißt, Frank hat eine Sparzeit, bis er in Rente geht, von 20 Jahren bis zum 67. Lebensjahr mit dabei und er spart eine monatliche Sparrate in Höhe von 800 Euro. 800 Euro pro Monat, das sind 9.600 Euro pro Jahr. Und das mal 20 Jahre hochgerechnet, sind es 192.000 Euro, die Frank in diesen Sparvertrag entsprechend einbezahlt. Also schon auch eine gewisse Größe. Am Jahresende ist es dann so, dass Frank auch diese Beiträge in seine jährliche Steuererklärung überführen kann. Und dadurch senkt er dann auch sein zu versteuerndes Einkommen um diese 9.600 Euro. Also er senkt sein zu versteuerndes Einkommen und wir unterstellen hier in einer Best-Case-Szenario-Betrachtung, dass Frank aktuell im Spitzensteuersatz ist, aktuell 42% bezahlt und dadurch auch den größtmöglichen Hebel ausweist. Wenn du persönlich nicht im Spitzensteuersatz bist, dann ist dein Hebel hier deutlich geringer. Wir wollen aber auch hier das Ganze einfach rechnen mit einem Spitzensteuersatz. Also wir haben ja gesagt, wir haben den Best Case und es ist so, vom Jahr zu Jahr wurde dieser Betrag in den letzten Jahren anders betrachtet. Es gab eine Staffel ab 2005 und seit dem Jahr 2025
kann man dann auch die Beiträge zu 100% steuerlich absetzen. Davor war es immer ein bisschen weniger, aber auch hier, wir sind jetzt fast in 2025, machen wir es uns einfach und unterstellen jetzt auch, dass wir schon dieses Jahr zu 100% absetzen können. Also, bei einem 42%igen Steuersatz bedeutet das, dass Frank 42% seines Beitrages komplett zurückbekommt. Und das sind immerhin von diesen 800 Euro 336 Euro pro Monat, die er vom Finanzamt als Rückzahlung bekommt. Da Frank aber eben seine Steuererklärung nicht monatlich macht, sondern einmal jährlich, sind es in Summe 4.032 Euro. Wir sehen schon, dass der Eigenbeitrag von Frank sich jetzt hier in diesem Beispiel auf 5.568 Euro pro Jahr bezieht. Und man muss sagen, der steuerliche Hebel, der ist einfach gegeben, der ist schon sehr gut. Das liest sich erstmal super und es macht auch auf den ersten Blick schon mal Sinn. Von den 192.000 Euro, die Frank in 20 Jahren in diesen Vertrag einbezahlt, hat Frank eben aber auch nur 111.000 Euro und 360 selber in diesen Vertrag einbezahlt und also netto einbezahlt. Das Finanzamt hilft dir sehr, sehr gut mit. Und je nach Tarif und Anbieter wird jetzt angefangen, mit dem Geld zu arbeiten. Und wir finden derzeit, wenn wir unsere Verträge überprüfen, zwei verschiedene Arten von Verträgen, die wir immer vorgelegt bekommen. Und die Variante, die wir derzeit leider am häufigsten zur Prüfung bekommen, ist eine Produktart mit einer Beitragsgarantie. Das bedeutet, dass der Versicherer garantiert, dass bei Renteneintritt diese Summe zur Verfügung steht. Hört sich natürlich erstmal klasse an, dass man sein Geld auch wieder zurückbekommt. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wenn der Versicherer eine Garantie aussprechen muss, dass er das Geld sehr sicher anlegen muss und eine Garantie kostet in der Regel immer Geld. Das heißt, das geht zulasten deiner Rendite. Und das führt aber auch dazu, dass nur weniger Geld in lukrative Anlagen investiert werden kann, die dir eine hohe Rendite einbringen, sondern es wird dir sehr wenig auf Wachstum gesetzt. Kleiner Tipp von mir, wenn du einen Baustein hast mit einer Beitragsgarantie, dann rate ich dir in der Basisrente oder auch generell eigentlich in allen Finanzverträgen ganz klar davon ab, diese Beitragsgarantieverträge zu unterschreiben. Im Jahr 2024 ist es zudem mittlerweile auch so, es gibt keine 100%igen Beitragsgarantien mehr, sondern es gibt nur noch Beitragsgarantien von 60, 70 oder auch 80%. Vielleicht hat aktueller Markt auch noch einen Anbieter eine bei 90%. Aber du bekommst Stand 2024 keine 100%igen Beitragsgarantien mehr. Die zweite Art von Rürup-Renten ist die Kategorie ohne Beitragsgarantie und sowas ist auch grundsätzlich deutlich besser. Das heißt aber auch, dass dein Geld in gute Anlageprodukte wie zum Beispiel in Fonds oder auch in ETFs angelegt werden kann, wo dann am Ende auch eine gewisse Rendite auf deine eingezahlten Beiträge kommen kann. Kommen wir aber auch gerne nochmal auf das Thema Rendite in Finanzverträgen zu sprechen. In den letzten 3 Jahren haben ich und auch meine Partnerfirmen bereits über hunderte Basisrenten oder auch Rürup-Renten geprüft und durchgerechnet. Und es hat sich leider herauskristallisiert, dass über alle Verträge hinweg in der Regel nur eine Wertentwicklung von maximal 2% in den Verträgen einfach drin ist. Das ist jetzt der Wert nach Kosten und nach Gebühren. Es ist total schockierend und dann ist es schon ein sehr guter Vertrag. Dann setzt es es aber auch voraus, dass man hier eine lange Vertragslaufzeit hat von 10, 15 oder auch 20 Jahren. Also das heißt auch hier, Finanztest hat es ja auch vor kurzem schon geschrieben, so wirkliche Renditebrüller sind diese Verträge leider keine. Wir haben jetzt aber auch gesagt, wir lassen das Thema Kosten einfach mal raus, aber gerade am Anfang, die ersten 4, 5 Jahre, wenn auch die Abschlusskosten über die komplette Laufzeit abgezogen werden, fließt halt auch relativ wenig Geld in deinen Vertrag rein und dann dauert es halt auch eine gewisse Zeit, bis diese wieder reinverdient werden. Wir haben aber gesagt, wir bleiben bei der Best-Case-Szenario-Betrachtung und rechnen deswegen mit einer optimistischen Rendite von 4%. Und das linear über die 20 Jahre hinweg. Und dann werden aus unseren 192.000 Euro eine Gesamtsumme von 292.063 Euro und 29 Cent. Das ist das, wie sich diese 4% entsprechend verzinsen. Und wir machen es jetzt rund. Wir arbeiten dann auch nur mit 292 Euro weiter. Das ist, glaube ich, einfacher. Das ist jetzt auch, glaube ich, fairer dann nachher, wenn wir ins Rechnen reingehen. Und so, ich ändere es gerade noch ab, damit wir auch eine gerade Zahl haben. Und der Versicherer, der weiß ja immer in seinen jährlichen Kontoauszügen, Musterberechnungen mit Renditen von 3, 6, 9 entsprechend aus. Und bei diesen 9%, die wir hier jetzt, wenn wir das mit hochrechnen, dann wird aus dieser Einzahlung immer 515.000 Euro nach Ablaufleistung.
Das klingt jetzt erstmal relativ toll. Für mich ist aber halt auch immer die Frage, ist das Ganze realistisch? Und hier muss ich als Experte einfach sagen, nein, das ist absolut unrealistisch. Wenn dir jemand 9% nach Kosten ausweisen will, damit das praktisch beim Kunden ankommen kann, dann muss dein Tarif, dann muss dein Vertrag, deine Gesellschaft eine konstante Rendite von 13%, 14%, 15% Rendite, im Schnitt verdienen. Und das Jahr zu Jahr. Und das mag zwar in einzelnen Jahren klappen. Also die letzten 10 Jahre war das ja sehr, sehr realistisch, dass man mit einer guten Anlagestrategie das erzielen konnte. Aber über die Laufzeit, über 20 Jahre hinweg, muss ich ehrlich sagen, das kann nicht funktionieren. Und wir rechnen jetzt hier mit einem Mittel, mit einem sehr, sehr guten Mittel tatsächlich von 4%. Okay, aber auch wenn wir jetzt uns diesen Wert anschauen, sieht es ja relativ gut aus. Wir haben 111.360 Euro, die wir netto in diesen Vertrag reinzahlen. Ablaufleistung ist 292.000 Euro. Das Geld tut sich fast verdreifachen, wenn wir das Ganze netto betrachten. Also hier eine runde Sache. Jetzt kommen wir aber auch mal zu den Nachteilen, die so ein Produkt mit sich führen kann. Wir haben jetzt nämlich hier eine Anlageart, genauso wie die gesetzliche Rentenversicherung, die dir nicht die Möglichkeit bietet, dass du dir dieses Geld in einer Summe auszahlen lassen kannst. Du musst das Geld jetzt ab dem 67. Lebensjahr oder auch später, je nachdem, wann du es eben abrufst, musst du dir eine monatliche Rente auszahlen lassen, der hier mit einem Verrentungsfaktor von der Versicherung selber festgelegt wird. Und der hat einfach einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe deiner Rente. In den jährlichen Kontoauszügen finden wir jedes Jahr eine Zahl, mit der können die wenigsten Menschen aber auch tatsächlich was anfangen. Und zwar ist das der sogenannte Rentenfaktor. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, die aber immer in Verbindung mit einer zweiten Zahl steht, nämlich 10.000 Euro. Und in echt funktioniert das Ganze dann so, dass du die Summe von 292.000 Euro hast. Die wird jetzt geteilt durch diese 10.000 Euro, mal den Rentenfaktor ausgewiesen hast und dann hast du deine monatliche Rente. Jetzt gibt es Anbieter, die haben derzeit einen Faktor von 15 Euro auf 10.000 Kapital. Es gibt aber auch manche, die haben einen Faktor von 20 Euro, 23, 24. Es gibt auch Anbieter, die haben aktuell noch 28 oder 29 Euro, wenn der Vertrag schon ein bisschen älter ist. Aber jeder Versicherer, der kann diesen Rentenfaktor dauerhaft abändern und hier hat der Kunde leider keinerlei Mitspracherecht. Und unser Kunde Frank, der könnte jetzt zwar bei Abschluss einen Anbieter ausgewählt haben, der ihm einen Rentenfaktor von 40 Euro ausgewählt hat oder ins Angebot reingeschrieben hat, aber im darauffolgenden Jahr kann der Anbieter den sofort auf 20 Euro herabsetzen. Und wir berechnen jetzt hier mit einem Rentenfaktor von 25 Euro weiter, was deutlich über dem aktuellen Marktdurchschnitt liegt. Und deswegen zeigen wir dir das Ganze, was das für Auswirkungen hat. So, und wenn wir dann jetzt diesen Rentenfaktor ansetzen, dann kommen wir auf eine monatliche Rente des Anbieters. Und zwar sind das dann bei 292.000 Euro, also geteilt durch 10.000 Euro, mal dem Rentenfaktor von 25 Euro. Dann kommen wir auf eine monatliche Rente in Höhe von 730 Euro pro Monat. Wenn man sich jetzt noch hinzudenkt, dass wir hier nur 464 Euro selber in diesen Vertrag einbezahlt haben pro Monat, dann hören sich die 730 Euro erstmal super an. Nur diese 730 Euro, die sind halt in 20 Jahren nur der Bruttobetrag. Hier müssen wir jetzt allererstes mal die Steuern abziehen und wenn wir jetzt die Beträge in der Sparphase abziehen können, sind die natürlich auch in der Rentenphase steuerpflichtig. Das Ganze nennt sich dann nachgelagerte Besteuerung, das sagt aber natürlich auch der logische Verstand. Und wir sind ja bei einer Best-Case-Betrachtung und wir sagen deswegen, dass Frank im Rentenalter deutlich geringere Einnahmen hat und auch einen geringeren Steuersatz bezahlt. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir mittlerweile aber auch, dass ein erfolgreicher Heilberufler oder auch Selbstständiger, der lange Zeit im Spitzensteuersatz tätig war, ein Steuersatz im Rentenalter hat von 30% bis 40%, also der hat in der Regel nicht weniger Steuern, die er bezahlt. Aber wir wollen es jetzt hier deutlich machen und sagen, der neue Steuersatz im Rentenalter, der beträgt 25%. Heißt, wir ziehen jetzt hier 25% davon ab, dann haben wir die Nettorente und das sind in Summe 547,50 Euro, die er netto pro Monat bekommen wird. Ja, also Nettorendite heute in 20 Jahren. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch auf den Wert in der Zukunft hochrechnen. Die aktuelle Inflation in den letzten 30 Jahren, die hat im Schnitt 2,6% betragen. Im Februar 2023 waren wir ja auch schon bei 8,7%, aber das war schon relativ hoch.
Und wir bleiben ja hier bei der Best-Case-Analyse und sagen jetzt, dass der langfristige Durchschnitt immer 2% betragen soll. Das ist auch das, was die EZB als Inflation vorhersagen möchte. Und wenn wir jetzt dann noch die Inflation rausrechnen, dann ergibt es einen Wert in Höhe von mit 2%, dann ergibt es einen realen Kaufkraftwert in Höhe von 365,52 €, die Frank in 10 Jahren mit diesem Geld machen kann. Um das Ganze jetzt natürlich auch noch rund zu machen, ja, wir machen es jetzt relativ simpel, dann wissen wir ja, wir haben die 111.360 €, die Frank in diesen Vertrag netto einbezahlt hat. Er bekommt netto 365,52 € an realer Kaufkraft wieder raus. Und wenn wir das jetzt dann dividieren, dann kommen wir auf 304 Monate, bis Frank real sein Geld wieder rausbekommen hat. Das sind knapp 25 Jahre und das heißt, wenn Frank mit 67 Jahren in Rente geht, dann muss er nur 25 Jahre leben, um sein eingezahltes Kapital nach Kaufkraftverlust wieder rauszukommen. Dann ist Frank 92 Jahre alt und wichtig aber auch für dich, wir haben jetzt hier ideale Bewertungen oder Berechnungen vorgenommen, von vorne bis hinten. Wir haben eine tolle Wertentwicklung von 4% angesetzt nach Kosten. Wir haben den Spitzensteuersatz angesetzt. Wir haben jetzt im Rentenalter nur 25% zu versteuerndes Einkommen angesetzt. Na, du siehst schon, das ist das, was ich am Anfang vom Video meinte, mit den vielen Variablen, die hier einfach greifen. Und trotzdem muss Frank einfach 92 Jahre alt werden, dass sich so ein Produkt überhaupt lohnen kann. Und der Rentenfaktor, den wir hier mit 25 € angesetzt haben, der ist leider in der Realität in 20 Jahren nicht mehr bei 25 €, sondern der wird in Richtung 20 € wandeln. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn es die Versicherer schaffen, hier einen entsprechenden Rentensatz oder einen Rentenfaktor ihren Kunden auch anbieten zu können. Ich glaube da aber auch nicht wirklich. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, hey, da ist noch Steuerrückfluss und der ist ja mit 336 € pro Monat nicht unerheblich. Es ist aber auch so, dass, und das erlebe ich leider relativ häufig, dass die Menschen diesen Steuerrückfluss leider nicht anlegen und auch nicht entsprechend für die Altersvorsorge wegpacken, obwohl sie ihn bekommen, sondern sie konsumieren oder sie verkonsumieren ihn, sie fahren einfach nochmal schön an Urlaub damit, was ja auch toll ist, was ja auch Sinn macht. Und aus diesem Grund rechnen wir jetzt hier auch nur mit den Nettowerten, weil ich sehe ganz, ganz selten Leute, die diesen Rückfluss auch tatsächlich steuerlich dann eben auch wirksam für ihre Altersvorsorge investieren. Wichtig für dich, eine Altersvorsorge, die sich nur aufgrund von Steuern rechnet, ist keine gute Anlagelösung und sollte auch von dir nicht in Betracht gezogen werden. Und ich glaube aber auch daran, dass wenn du eine Basisrente hast, im Spitzensteuersatz tätig bist, dass du dann mehr als 25% im Rentenalter an Steuern bezahlen wirst. Also du merkst schon, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Variablen und es ist für dich als Laie unglaublich schwierig zu verstehen, wie sich so eine Basisrente einfach zusammensetzt. Wenn dann die Kunden noch das Thema mit den Verrentungen verstehen, dann gibt es nur noch sehr, sehr wenige Leute, die so ein Produkt wirklich kaufen möchten. Und das Ganze ist jetzt hier ohne Kosten berechnet. Und die Kosten in solchen Produkten, die sind nicht unerheblich. Hier erlebe ich leider auch immer Beta-Kosten von 8 bis 10 bis 15% von deinen eingezahlten Beiträgen, die noch abgezogen werden. Und das mindert relativ schnell die ganzen Vorteile, die mit dabei sind. Die lebenslange Rente ist natürlich ein absoluter Vorteil. Ganz klar, macht auch Sinn. Du musst aber einfach auch ein gewisses Alter erreichen, sodass das Ganze sich auch für dich lohnen kann. Kommen wir einmal zu meinem persönlichen Fazit. Das Produkt hat viele Vorteile, das Produkt hat aber auch viele Nachteile. Du musst, wenn du dich für eine Basisrente entscheidest, einfach mal klären, was habe ich für eine Gesellschaft. Du brauchst eine absolute Top-Gesellschaft, wo du davon ausgehst, dass sie in 20 oder 25 Jahren auch noch eine sehr, sehr gute Ertragskraft hat in deiner Verrentung. Deine Verrentung wird aber auch nochmal 20, 30, 40 Jahre gehen, sodass du schon mit diesem Vertrag eine Partnerschaft für eine Laufzeit von 30, 40, 50 Jahren eingehst und hier brauchst du einen absoluten Top-Anbieter. In deiner Rentenphase brauchst du einen Anbieter, der dir einen sehr, sehr guten Rentenfaktor bezahlt. Das kannst du aber leider nicht im Voraus definieren. Dann brauchst du einen Vertrag, der dir eine super Rendite erzielt, der maximal niedrige Kosten hat, sodass eben auch hier sich das Kapital sehr, sehr gut entwickeln kann. In 92% aller Fällen sehen wir, dass die Verträge defizitär sind oder noch nicht mal die Inflation leider schlagen. Und dann haben wir noch die Variable mit dem Thema Steuern mit dabei. Auch das haben wir jetzt eben erläutert. Also für mich persönlich, ja, ich bin kein Fan davon. Ich mag diese starren Korsette einfach nicht.
Und meine Kunden kaufen in der Regel auch keine Basisrente aus den oben genannten Gründen. Es kann aber Sinn machen. Zum Beispiel, wenn man noch Steuervorteile nutzen möchte für seine Frau, für die Lebensgefährtin, dann kann das Ganze Sinn ergeben. Man sollte es aber auch sauber durchrechnen und hier brauchst du einfach einen Experten dazu. Wenn du derzeit ein Angebot für eine Basisrente oder Rürup-Rente vorliegen hast, weil Ende des Jahres kommen solche Produkte ja wieder viel aus den Schreibtischen der Berater vor und das Ganze neutral und objektiv durchgerechnet haben möchtest, dann geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de. Buch dir hier gerne ein kostenfreies Ersttermin und wir schauen uns mal objektiv die ganzen Fakten an, ob du ein gutes Produkt hast oder ob du das Ganze optimiert haben könntest. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.